herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal in Heidelberg bei der Firma Henkel. Jetzt werdet ihr euch alle fragen, was machen wir da? Extrem interessante Sache. Und zwar haben wir nämlich unseren Carbonbauer mitgebracht, unseren Lackierer mitgebracht. Und Mike ist auch vor Ort, den stellen wir euch gleich vor. Der kam nämlich auf mich zu und hatte die glorreiche Idee, dass er liebend gerne bei meiner Limo alles abdichten würde. So, jetzt fragen wir mal nach, was er eigentlich genau vorhat. So Mike, Tag der Wahrheit. Hi Philipp. Er soll natürlich jetzt nicht hier vor Ort die Karosse abdichten. Das kommt später. Noch ist da jede Menge dran zu tun. Ich denke mal, wenn das Video online geht, wird das schon besser aussehen. Erklär mal nur einmal ganz kurz, damit die Zuschauer so ungefähr wissen, was heißt Karosserie abdichten? Ja, Karosserie abdichten heißt, die Karosserie vor Korrosion schützen. Das heißt auch, dass kein Wasser reinlaufen darf in die Karosserie. Ja, elastisch abdichten, ist auch nochmal wichtig. Und ja, es gibt einiges zu tun in der Karosse. So, das heißt, alles, was wir eigentlich bei Herrn Schwan beim Endlacken runtergeholt haben, kommt jetzt wieder drauf. Übertrieben gesagt. Es kommt leicht wieder drauf, weil du möchtest ja gerne leicht haben, die Karosse. Und da haben wir ein Dichtmittel, was für dieses Auto perfekt passt. Ich weiß auf jeden Fall, Chris ist auf jeden Fall richtig froh, dass du das übernimmst, weil das sind schon so ein paar Meter, die man auf so einer Karosserie macht, ne? Ja, da kommen schon einige zusammen. Ich denke mal, da du auf leicht möchtest, ich hoffe, dass ich unter einem Karton Dichtmasse das Auto abdichten kann. Und wir müssen wirklich jede Blechkante abgeben? Ich würde die Kanten beschichten aufgrund von Kantenkorrosion am Ende. Das ist wichtig. Wie hier zum Beispiel einmal die Was heißt beschichten? Beschichten, das heißt, die ist ja KTL beschichtet. Dann werde ich die Dichtnaht auftragen. Das heißt, in diesem Fall würde ich sie pinseln. Es gibt andere Möglichkeiten noch. Man kann welche spritzen, man kann welche mit Struktur verarbeiten an Dichtraupen. Ja, und da gucken wir mal, was am besten für dieses Fahrzeug, an welcher Stelle, welche Struktur wir nehmen. Wir können aber direkt auf das KTL abdichten. Wir können direkt auf die KTL abdichten, ja. Okay, das ist nämlich der nächste Schritt. Deswegen haben wir die Karosse dabei. Die geht nämlich als nächstes zu Herrn Schwan zum Abdichten. Das müsstet ihr in der Zwischenzeit in dem Video dann sogar schon gesehen haben. Okay, so viel erstmal dazu. Ihr seht später, wie das Auto dann irgendwann mal abgedichtet wird. Jetzt wurden wir allerdings von der Firma Henkel eingeladen, uns im wunderschönen Heidelberg das Ganze mal anzugucken. Richtig. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt als allererstes. Genau deswegen ist der Herr nämlich auch noch dabei, weil ihr macht auch Klebstoffe. Wir machen viel mit Klebstoffen. Und wie man sieht, muss ja noch so einiges verklebt werden an diesem Auto. Auf jeden Fall. Das heißt, wir können uns da nämlich auch gleich noch mal ein bisschen informieren. Genau. Dein Gehirn läuft schon, brodelt schon, hast du dir schon ein paar Sachen überlegt? Ja, sind ja ein paar kompetente Partner da. Ein paar Sachen haben wir schon kurz angeschnitten, besprochen. Ich denke mal, es wird sehr spannend und wir werden auch zu einer Lösung kommen, die uns beide befriedigt. Ne? Tut es wenigstens so ein bisschen weh, das Auto ohne Seitenteile zu sehen? Ja. der ganze Spachtel, alles weg. Ja, so, okay, wir gehen einfach mal rein, gucken uns das an. So, wie sich das gehört, kriegt ihr jetzt erstmal eine kleine Henkel-Firmenvorstellung. Von Björn. Jawohl. Hallo, Henkel, bekannt, denke ich mal, primär von Waschmitteln, macht aber noch viel mehr, nicht nur Kosmetik, sondern auch Klebstoffe. Und das erste Mal kommt man mit Klebstoffen natürlich als Kind fast in Berührung, Pritis in jemands Munde, Patex, sehr bekannt, und dazu kommt jetzt unser Automobilgeschäft. Also nicht nur für die Linien, Herstellungskunden quasi, die Nummer eins, sondern auch für den Reparaturmarkt. Und für den Reparaturmarkt haben wir diverse Technologien für diverse Anwendungen, dass wir im Prinzip alle möglichen Problemstellungen angehen können und lösen können. Also doch ein bisschen mehr als nur Kleber und Dichtmasse. Ganz genau. Was wird an dem Standort hier in Heidelberg gemacht? Ja, Standort Heidelberg ist stark im Automobilbau. Das heißt, wir produzieren, wir entwickeln, wir testen alle Klebstoffe, Dichtstoffe, Beschichtungsmassen, die im Automobilbau eingesetzt werden. Wie gesagt, sowohl Linie wie auch nachher im Reparaturmarkt. Ungefähre Größenordnung, wie viele Mitarbeiter sind hier vor Ort? Ja, wir haben knapp 700 Mitarbeiter. 700 Mitarbeiter, okay. Ja. Fläche, wie groß? Oh, Fläche sind viele, viele Fußballfelder. Das ist einer der größten Klebstoffwerke in Europa, was wir haben. Und betrifft verschiedenste Technologien, viele 10.000 Jahrestonnen Produktion, die wir hier jedes Jahr herstellen. Und dann mit direkter Belieferung zu den jeweiligen Kunden. Gibt es so eine grobe Zahl, wie viele Tonnen Klebstoff hier so das Werk verlassen pro Jahr? Oh, als grobe Zahl kann man so die 50.000 vielleicht anpeilen. 50.000 Tonnen? Ja. Boah, dann kann man schon einiges bekleben, würde ich sagen. Ne? Mhm. So, wir haben hier ja mal so ein paar Beispiele in eurem Showroom, was ihr so alles macht.
Da sehe ich, da kommen wir schon dem Ganzen recht nahe. Bördel, Klebstoff, Verklebung von Türen, Motorhauben und Heckklappen. Da sind wir doch schon fast bei unserem Carbon-Teil hier. Ja, so, wie geht's los? Wo gehen wir als erstes hin? Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt nachher uns verschiedene Technologien mal angeschaut haben, ans Labor tun. Wir sind jetzt gerade aus dem Technologiezentrum hier rübergelaufen, kurzer Fußweg, sind zur Produktentwicklung angekommen hier oben und haben jetzt im gesamten Laborbereich bis hinten durch im Prinzip die verschiedensten Technologiebereiche, in denen wir entwickeln. Und haben jetzt im Prinzip pro Laborbank hier eine Technologie, da geht es los mit Reinigern, da geht es los mit Scheibenklebstoffen, da geht es weiter mit Nahtabdichtung, Spachtelmassen und so weiter und so fort, bis hin zu den hochfesten Strukturklebstoffen. Ne? Das heißt, wir haben alles sehr gebündelt, sehr kompakt hier oben, dass wir jeweils die Technologien und Produkte entsprechend weiterentwickeln können. Rein nur Entwicklung oder auch so ein bisschen Qualitätssicherung aus bestehenden Chargen, auch mal wieder was testen und so weiter? Reine Entwicklung. Qualitätssicherung, guter Punkt, haben wir direkt unter uns. Das heißt, auch wenn wir da ein neues Produkt entwickelt haben, in die Produktion gegangen sind, die ersten Testbatches gefahren haben, werden die unter uns geprüft und da haben wir immer sehr kurze Wege hier in Heidelberg, dass wir gerade prüfen können, ob das denn alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wo produziert Henkel noch überall? In der ganzen Welt. Ganze Welt, okay. Wie gesagt, Heidelberg, eines der größten Klebstoffwerke hier für Henkel. Wir haben aber auch auf allen Kontinenten, in fast in jedem Land, auch noch separate Standorte für die jeweiligen Technologien. Und Klebstoff war aber auch so das Aushängeschild von Henkel. Zumindest das der intensiveste Markt. Richtig. Also beim Klebstoff sind wir sehr, sehr stolz drauf und wollen wirklich da versuchen, die Kunden bei ihren Fragestellungen zu helfen und Lösungen zu finden. Aber nicht nur einen Klebstoff anzubieten, sondern auch einen Service anzubieten oder ein ganzes Produktportfolio anzubieten, wo das Equipment dazu gehört, die Beratung dazu gehört, der Klebstoff dazu gehört. Mhm. Also ein komplettes, ich sag mal, Wohlfühlpaket zu haben, dass der Kunde auch sich wirklich sehr gut aufgehoben fühlt. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal. Ah, was auch noch spannend vielleicht ist, dass wir hier die Entwicklung betreiben für die ganze Welt, für den Reparaturmarkt. Wir haben noch einzelne Labore in Shanghai und Rocky Hill, das ist USA, Connecticut. Aber hier ist im Prinzip das Mutterschiff, wenn man so möchte, für sämtliche Technologien in diesem Aftermarket-Bereich. Der Reparaturmarkt heißt aber nicht, wenn jetzt bei VW im Werk ein Scheibe eingeklebt wird, würde das hier nicht entwickelt werden, sondern nur, wenn später die Scheibe ersetzt wird und man dafür einen Kleber braucht. Wir bearbeiten hier den Fall der Reparatur und die Kollegen, die dann an die Linie heranliefern, die sind auch in Heidelberg angesiedelt, aber nur im nächsten Gebäude. Aber da gibt es tatsächlich so krasse Unterschiede, dass das eine eigene Abteilung dann ist. Das sind krasse Unterschiede, wenn du so willst. Die Produkte sind teilweise komplett unterschiedlich ausgelegt von ihrer Verarbeitungsweise, von ihren Eigenschaften. Mhm. Dass unsere After-Sales oder unsere Reparaturmarktprodukte sich ganz anders benehmen, ganz anders funktionieren und eine ganz andere Komplexität abdecken müssen. Das heißt, der Roboter beim Automobilbereich zum Beispiel, der hat seine Standardeinstellungen, die fährt er durch und die funktionieren immer. Immer die gleiche Temperatur. Temperatur, ganz genau, gleicher Druck, gleiche Verarbeitungsgeschwindigkeit und wir müssen im Prinzip alle Werkstätten abdecken, vom Nordkap bis runter Richtung Äquatorbereich. Hier sind wir in so einem typischen Entwicklungslabor. Da werden die verschiedensten neuesten Klebstoffformulierungen angemischt und dann anschließend getestet. Wie wir es testen nachher, wird uns der Mike was zu sagen oder zu zeigen und demonstrieren hier. Ich trage das einmal auf und zeige mal, wie die Klebstoffe sich verhalten nach Aushärtung, wo wir so später mal reißen können. Okay, das heißt, hier dran testet ihr später die Festigkeit von dem Klebstoff dazwischen. Das heißt, sie werden auseinandergerissen. Richtig. Und dann sieht man, wie fest und elastisch sie sind. Genau. Wir haben hier einmal ein PU, was schon ausgehärtet ist, weil es ein 1K-PU ist. PU heißt für unsere Nicht-Klebstoff-Experten. Ein Polyurethan. Wo Anwendungsbeispiel normal? Zum Beispiel Scheibenverklebung. Okay. Na, da finde ich ein PU wieder als Scheibenverklebmittel. Und der war 1K? Der ist 1K gewesen. Der ist ausgehärtet, jetzt 7 Tage. 1K braucht immer so lange zum Aushärten. Okay, deswegen habt ihr den schon mal vorbereitet. Genau. Alles andere, was wir jetzt haben, kommt 2K. Das geht ein bisschen fixer. Wir werden einen Spalt machen bei den Teilen 5 mm und werden die hier auf 0,2 mm zusammenschieben. Wir werden eins mit einem Sekundenkleber, also Sofortklebstoff genannt, 2K verkleben. Dann haben wir noch ein 2K-Epoxy, den wir auf 0,2 und 5 mm mal verkleben. Und den lassen wir dann mal aushärten und schauen dann mal später nach der Durchhärtung, wie sie sich reißen lassen. Wo drin liegen die Unterschiede? Warum manchmal ein Komponenten, manchmal zwei Komponenten?
Das hängt wirklich dann von ab, was der Kunde benötigt. Wie sind die Temperaturbedingungen, die Schwankungen auch zu erwarten? Wie schnell muss ich nachher mein Fahrzeug weiter bewegen? Mhm. Welche Prozesszeiten habe ich dabei? Und da bin ich natürlich beim 2K deutlich unabhängiger vom Klima und deutlich schneller nachher in der Aushärtung im Vergleich zum 1-Komponenten-Klebstoff. Also ist rein eigentlich eine Anwendungssache? Ist eine Anwendungssache, aber auch wie gesagt eine Zeitgeschichte, wie viel Zeit ich dabei raussparen möchte. Muss man auch beim 2K gewisse Zeiten einhalten, wo eine Verklebung nachher ihre Kräfte entfaltet? Oder ist es, sage ich mal, völlig egal? Wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie bei einem Scheibenkleber, aber gewisse Aushärtezeiten ohne Wärmebehandlung müssen ja auch irgendwie erfolgen. Ganz genau. Ich muss da auch meine Endfestigkeit sozusagen berücksichtigen, wenn ich da mein Fahrzeug weiter bewegen möchte. Hat das Thema Wärme genannt, ganz, ganz spannendes Thema. Über Wärme kann ich alle unsere Systeme beschleunigen, dass wir danach und nachher so einen 2K-Epoxid-Klebstoff für eine Seitenwandverklebung, für eine Dachverklebung über einen Infrarotstrahler zum Beispiel deutlich beschleunigen kann in der Aushärtung. Also das muss man machen oder reicht man das? Man kann es machen. Man kann es machen, ja. Okay. Mhm. Das heißt, am Ende ist er immer gleich fest, egal ob warm oder nicht warm. Ja, warm hilft noch mal ein bisschen besser, nur noch höhere Festigkeit zu bekommen. Leg noch mal ein i-Tüpfelchen oben drauf, aber grundsätzlich kalt funktioniert genauso sicher und zuverlässig wie auch nachher andere Härtungsarten. Habt ihr Klebstoffe, die noch fester sind als das? Oder wo bereichen wir uns da so vom Level her? Das sind unsere höchstfesten Klebstoffe, die bewegen sich so im Bereich von 25 bis 30 Megapascal. Mhm. Da können wir jetzt relativ wenig gerade mit anfangen. Also der erreicht schon so viel oder gibt es? Ja. Okay. Da sind wir schon relativ weit damit dabei. Genau. Und nur mal, um es in Relation zu setzen, so ein Dichtstoff, ob jetzt ein Silikon oder ein MS-Polymer-Dichtstoff, da liegen wir in so einem Bereich von 1 bis 3 Megapascal. Mhm. Dann so in der Größenordnung 8 bis 10 Megapascal unsere Polyurethan-Scheibenklebstoffe zum Beispiel. Und der, wie gesagt, im Bereich 25 bis 30 Megapascal. Also wirklich signifikant hoch. Ich raue die doch kurz einmal an hier komplett. Dann können wir gleich loslegen mit dem Reinigen. Kann man das Anrauen auch umgehen durch den Hartvermittler, wo man sagt, okay, man reinigt das nur und raucht es nicht an? Oder ist das immer in ratsam, ein Bauteil anzurauen? Oder ein Klebeteil? Man kann mit Chemie noch gegenwirken als Haftverbesserung, ja. Für mich ist Anrauen, was sagst du dazu? Das ist halt eine Mechanik, die dahinter steckt. Ne? Bei Chemie, da kann ich einen schönen Film nachher drauf bringen, aber dass die natürlich nicht schön andockt und sich verkreilt in der Oberfläche, da ist es Anrauen. Okay, wir sehen ja hier bei dem Scheibenkleber, dass er da irgendwas drauf gemacht hat vorher. Genau, da haben wir einen Primer aufgetragen. Auch da haben wir die Methode, dass wir bei kritischen Untergründen auch vorher anrauen können. Mhm. Ne? Oder schleifen, reinigen und dann anschließend nachher den Primerauftrag, um die ideale oder perfekte Haftung zu bekommen. Hätte man da jetzt auch einen primerlosen Scheibenkleber nehmen können, der das dann trotzdem klebt? Da hätte man auch durchaus einen primerlosen Scheibenklebstoff nehmen können, das ist absolut richtig. Ja, genau. Achso, der hätte dann sozusagen auch die gleiche Festigkeit, also unterm Strich würde es nicht besser oder schlechter sein? Nein, da haben wir im Prinzip den Primer schon im Klebstoff integriert. Das heißt, die Funktion, die hier unser Schwarzprimer übernimmt, der ist dort schon im Klebstoff selbst mit enthalten und ich spare mir den Prozess des Primers. Und wie funktioniert das chemisch gesehen, dass dieser Primer das Anrauen ersetzt? Löst das die Oberfläche an oder durch irgendein Ätzen oder wie ist das? Ja, der ersetzt es nicht, er ergänzt es. Wir haben gesagt, wir schleifen auf vor dem Primer-Step, schleifen wir, wir reinigen und dann primern wir. Mhm. Und beim Primern stelle ich im Prinzip eine chemische Verbindung her über Silane, über die Verbindung, dann nachher kovalente Bindung herzustellen zur Aluminiumoberfläche in diesem Fall, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu meinem Polyurethan-Klebstoff-Netzwerk. Und dann habe ich so ein ideales Reißverschlussprinzip, dann im Prinzip, dass ich da die ideale Haftung nachher verstehe. Also da ist richtig, da tut sich chemisch richtig was. Aber hätten wir denn mehr Rostschutz, wenn wir jetzt, sag mal, mit dem Primer zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Scheibe einkleben und wir haben jetzt durchgeschliffene Stellen oder beim Scheibe rausnehmen, wäre das da mit dem Primer besser, wenn wir das sozusagen einmal vorher abprimern oder würde das auch reichen, wenn wir einfach den primerlosen Kleber nehmen und damit die Scheibe verkleben und hätten den gleichen Rostschutz? Ja, also für durchgearbeitete Stellen, dass ich nachher die Gefahr sehe, das könnte rosten, da brauche ich dann erstmal einen Rostschutz. Dann muss ich erstmal einen Rostschutz auftragen. Das kann jetzt ja eine Grundierung sein, es muss ja nicht jetzt irgendein Scheibenklebstoffprimer sein, aber ich muss sicherstellen, dass diese Stelle erstmal komplett und ideal versiegelt ist und kann dann durchaus auch mit einem primerlosen Klebstoff arbeiten. Mhm. Diese Funktion habe ich aber sonst in einem Schwarzprimer integriert, dass ich ja sagen kann, auch bei metallisch blanken Oberflächen, wo ich ja auch meine Lackschicht abgetragen habe, hilft der Primer tatsächlich als Korrosion. Alles klar.
wenn wir jetzt, sag ich mal, mit Bremsenreiniger das reinigen würden, so wie das eben halt jeder aus der Werkstatt so kennt oder nichts anderes hat, würde das auch funktionieren? Ich weiß, es nehmen viele Bremsenreiniger. Beim Bremsenreiniger ist die Gefahr dabei, dass ich ein Trennmittel mir aufbringe. Das ist so ein Korrosionsschutzmittel, dass die weiße Schicht überbleibt. Mhm. Wenn ich einen schwarzen Motorhaube habe und sprühe mit Bremse rein drauf, habe ich eine weiße Schicht oben drauf. Genau. Und das wäre mein Trennmittel. Das ist aber für alle Verklebungen, ob Schraubensicherungen, solche Verklebungen, Flächenverklebungen, tödlich. Also ganz wichtig, dass man das in Folienreinigungsmittel verwendet. Deswegen den richtigen Reiniger, Klebstoff. Für den richtigen Klebstoff verwenden. Ja. Den gibt es immer mit dazu, auch so ganz normal zu kaufen? Also wenn ich in einer Range bleibe, sagen wir mal, ich bleibe bei Tyroson, dann nehme ich den richtigen Reiniger. Es gibt nur einen Reiniger dafür. Oder im Loctite-Bereich, zum Schraubensicher gibt es auch einen extra Loctite-Reiniger in der Spraydose, um halt richtig zu reinigen. Mhm. Wie heißt das im Allzweckgebrauch? Reiniger? Vorreiniger? Reiniger. Einfach nur Reiniger. Mal ein Reiniger. Nie gesehen. So von Dr. Also. Technische Daten, die versteht es wahrscheinlich nicht. Da steht drin, sonst passen die Werte am Ende nicht. Ja, das machen viele meistens nicht. Viele sichern Schrauben irgendwie. Ja. Ne, dann gibt es ja auch Unterschiede beim Schrauben. Ich hätte es auch mit Bremsenreiniger. Das ist ein bisschen Ausblaspistole sauber gemacht und gib ihm. Ja. Jetzt hier in der Fertigung angekommen. Jawohl. Was passiert hier? Hier füllen wir das Material in die Kartuschen ab, werden hier konfektioniert sozusagen. Das ist alles vollautomatisiert hier? Jawohl, das ist alles vollautomatisiert. Die Kartuschen werden hier reinfördert in dieses Förderband. Es werden die Kolben gesetzt, also die Kartusche wird befüllt an der ersten Station, dann werden die Kolben gesetzt. Befüllt heißt von da hinten kommt da kommt was raus? Dann? Jawohl, von diesem Abfüllrohr, da kommt das Material raus, wird in die Kartusche gefüllt und die Kartusche wird noch verwogen. Genauso wie diesen Vierteldeckel gesetzt, dass also die Kartusche komplett luftdicht verschlossen ist. Mhm. Es wird dann noch eine Druckdifferenzprüfung gemacht von der Kartusche, ob die Verbördelung, ob alles stimmt, ob alles dicht ist. Also die werden richtig abgedrückt? Ja. Und dann werden sie chargiert, kommen dann hier raus, werden nochmal gewogen, laufen durch dieses Röntgengerät, um festzustellen, ob sich Lufteinschlüsse in der Kartusche befinden, was halt dann beim Kunden sozusagen zum Luftpatscher oder irgendwie was kommen kann. Danach, wenn die Kartusche in Ordnung ist, dann wird die hier durch den Etikettierer laufen lassen, da wird die Kartusche nochmal etikettiert, bis zu dem Roboter. Der Roboter schnappt sich die Kartuschen, packt die drüben in die Kartons ein. Die Kartons werden außen rum gefahren, da werden dann Düsen, je nachdem, was halt eben der Kunde fordert, werden die Düsen reinsortiert, fährt außen rum, wird zugeklebt, der Karton etikettiert und wird dann eben wiederum von dem Roboter auf die Paletten gesetzt. Und wenn das Ding ja auch voll Power läuft, wie viele Kartuschen kommen da raus? Das ist unterschiedlich. Das ist je nach Material, je nach Viskosität. Kleber ist hoffentlich hart. Kleber ist bestimmt hart. So, was sagt der Profi? Ah, das sieht schon mal sehr gut aus hier. Als Bruchbild, was er sehen kann, ob der Aluwinkel sich verzogen hat, das hat er noch nicht. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir da ein schönes Bruchbild hier soweit, auf beiden Seiten gleichmäßig. Jetzt schon ungefähr sagen, ob der Kleber schon ganz ausgehärtet war oder noch nicht? Von unserer Erfahrung her fehlt noch ein bisschen was zur kompletten Aushärtung. Mhm. Wie gesagt, wir haben nur kurz schon mal in den Ofen reingelegt, aber da haben wir noch sicherlich so den Faktor 2, den er bekommen kann, wenn er weiter aushärten würde. Okay. Ja. Weiter geht's. So, das ist jetzt der 2-Komponenten-Kleber. Den wir jetzt. Ja. Der sieht klasse aus. Da haben wir so minimalste Fehlstellen, das ist absolut zu akzeptieren und sehen hier wirklich ein sehr schönes, das heißt, durchgängiges Bruchbild, ganz genau. Kann sein, dass wir hier in der Vorbehandlung so ein bisschen uns darüber hinweggerettet haben, wenn wir noch gründlich hätten schleifen können.
dann wäre auch sicherlich diese Stelle weg. Wodurch kommt das, dass er jetzt so rau ist, der Bruch? Also merkt man richtig, wie rau das so ist. Ja gut, das hängt mit der Füllstoffrezeptierung zusammen. Wir haben da unterschiedliche Füllstoffe drin, die Festigkeit liefern, die aber auch uns da nachher die finale Performance liefern, auch was die Crash-Festigkeit betrifft. Aber das und ist das Innerste eines Klebstoffs. Dass das so flockig aussieht, ist auch normal? Das ist auch normal. Okay. Ja. Weil einfach die Schichtstärke jetzt so dünn war? Ganz genau. Mhm. Ja, der war ja auf 200 µ verpresst. Ja. Und dann ist so ein Bruchbild wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommt der interessante Teil. Als letztes prüfen wir jetzt noch unseren Scheibenkleber dazu. Okay, auch da sehen wir ein komplettes Versagen im Klebstoff. Auch das, wie gesagt, der Idealfall von einer solchen Zugprüfung. Und wenn wir da auf den Wert gucken, dann sehen wir auch, dass es ein deutlich elastischeres Material ist und die Erwartungen voll erfüllt. Das waren unsere beiden ersten Werkstücke gerade. Das war gerade der Scheibenkleber. Und man sieht halt hier unten die Dehnung, dass es sich halt deutlich weiter dehnt, bis es abreißt. Von der Stärke her ungefähr, aber trotzdem vom Spalt, also gleicher Spalt, gleiches Material, ungefähr gleich. Kann das sein? Ja. Oder ist das ein Zeichen, dass es noch nicht ganz ausgehärtet war? Das richtig, richtig. Wir hatten den 1K ja schon vor längerer Zeit angelegt, dass er richtig schön Zeit hatte zum Durchhärten. Und beim 2K-Klebstoff, da hätten wir noch ein bisschen warten müssen, bis er nachher seine finale Festigkeit erreicht. Mhm. Und dann wäre der Unterschied noch größer gewesen. Oh, hier habe ich was gefunden, das brauchen wir auf jeden Fall an der Limo. Auf jeden Fall. Weil hier finden wir einen Scheibenklebstoff, der 20% weniger wiegt. Mhm. Man sieht es an der Waage hier. Ja, das wäre der schwere, das wäre der leichte. Das wäre dein Klebstoff, quasi, um dein Limo noch leichter zu machen. Das heißt, der kann das Gleiche? Der kann das Gleiche. Ist nur leichter? Ist nur leichter. Ist der schwere Kleber jetzt quasi auch ein Henkelprodukt, nur der leichte in der verbesserten Version? Es ist beides ein Henkelprodukt, nur der andere hat andere Füllstoffe im Klebstoff. Was denkst du, wie viel Kleber wir für die Limo brauchen, für die Scheiben? Ich denke mal, für die Frontscheibe 260 Milliliter. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Das nehmen wir es aber ganz genau hier heute. Weil 310 sind drin. 310 sind drin, ich brauche keine ganze Kartusche. Ja, ja. Durch das Düsensystem. Ja, ja, klar. Für die Seitenscheibe jeweils mein Gesamt 200 Milliliter. Mhm. Mehr brauche ich da nicht. Mhm. Und für die Heckscheibe auch nochmal so 260 ungefähr. Mhm. Also ungefähr Pi mal Daumen Kilo am Ende. Ja. Nur wenn man die Dichte, man muss gucken, mit der Dichte natürlich. Ja, das heißt, 200-300 Gramm können wir sparen. Haben wir nicht haben, ne? Auf jeden Fall. Der wird normalerweise, kommt der bei Bussen zum Einsatz? Bei Bussen, genau. Weil da gefühlt scheinbar der halbe Bus mit zusammengeklebt ist, ne? Da ist ein größer Teil mit verklebt, ja. Wenn da schon mit 250 Kilogramm Scheibenkleber drin sind, ne? Allgemein Klebstoff, na klar. Viel Klebstoff drin, ne? Cool. Ja, alleine dafür hat sich das auch wieder gelohnt. Ja, ich wollte dir mal zeigen, den Scheibenklebstoff, wie wir ihn auftragen. Um bei der Limo zum Beispiel recht gewichtsreduzierend zu arbeiten. Mhm. Also neben dem leichteren Kleber gibt es auch noch andere Stellen zu sparen. Genau. Man nimmt ein Düsensystem, wo ich recht schmal gehe. Dafür kann ich mir die Raupenhöhe nach oben schieben. Das heißt, meine Geometrie der Raupe ist im Fuß unten recht schmal. Dafür gehe ich in die Höhe. Mhm. Ausmessen tue ich es an der Dachkante zum Beispiel oder Heckkante am Dach. Und dementsprechend schiebe ich die Düse hoch plus 2 mm. Also ein Raster weiter wäre es bei uns. Dann habe ich die richtige Raupengeometrie, um aufzutragen. Ich zeige dir das mal. Mhm. Sieht doch immer witzig aus. So, ich bin hier vom Fuß recht schmal. Mhm. Habe meine Raupengeometrie in der Höhe. Und wenn ich gleich die Scheibe andrücke, das ist deine Frontscheibe oder Heckscheibe, und beim Andrücken sieht das Ganze so aus, ich lasse die Scheibe ein und habe dann meine Breite so gleichmäßig breit gedrückt. Wenn ich auf die Rückseite gehe, habe ich das hier vom Fuß her recht schmal und dann später, was man sonst nicht sieht am Fahrzeug, meine Scheibenkleberaupe so breit, dass es nicht reinquillt nach innen, dass ich keine Verkleidung einsaue und so mehr Material sparend. Mhm. Verstehe, stimmt. Das sind vorhin die Angaben. Naja. Ich brauche nicht viel Klebstoff dafür. Und sie ist trotzdem dicht und hat die optimale Raupenbreite. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ihr schon mal gesehen? Der Form noch nicht, ne. Deswegen das normale, eben halt klar, das ist ja relativ breit unten. So, und dann macht man eben halt ja seine gewisse Höhe, aber dass es eben halt dann so schmal alles ist, das haben wir jetzt auch noch nicht. Gut, ich zeige mal was anderes. Ich nehme mal so einen Winkel. Ich hätte auch eine Visitenkarte nehmen können. Ich nehme mal den gleichen Klebstoff.
Höhe auf 22 mm gestellt. Versuche mal festzuhalten und beides zu machen. Und trage jetzt hier einfach mal auf. Meine Raupenhöhe. So. Und die Raupe bleibt so, wie ich sie aufgetragen habe, stehen, also an einer schmalen Kante. Krass. Das hat jetzt aber mehr was mit dem Kleber zu tun. Das ist Standfestigkeit des Klebstoffs. Mhm. Ist wichtig, weil man zum Beispiel LKW-Scheiben einglast, man glast, man trägt einen Klebstoff auf der Karosse auf, dass er mich nicht wegkippt, weil ich brauche Klebstoff zum Kleben. Ja, ja. Und nicht, wenn er so runterhängt in der Spitze und mir fehlt der Abstand. Ja, ja, klar. Also an Klebstoff. Ja, ja. Sprich, das ist ja die eigentliche Voraussetzung, dass es überhaupt dicht ist und man aber klebsparend überhaupt arbeiten kann. In dem Sinne, dass man es möglichst hoch macht, die Scheibe runterdrückt, sie ist überall definitiv dicht, mit wenig Kleber. Genau. Ja, mit einer perfekten Art. Deswegen brauche ich keine Säulenverkleidung ausbauen, die bleiben alle drin beim Scheibe einkleben, weil ich komme da gar nicht hin. Ja. Cool. Ich würde sagen, so viel zum Thema Klebstoffe und Dichtmasse aus Heidelberg bei der Firma Henkel. Im nächsten Teil machen wir auf jeden Fall weiter mit der Praxis und das machen wir am Auto, ne? Richtig. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Wird cool. Bis zum nächsten Mal.